In diesem Video möchte ich gerne darauf eingehen, welche Programmiersprache du in 2019 lernen solltest. Das hört man ja öfter mal, dass Leute gerne eine neue Programmiersprache lernen. Da sprichst du auch an sich erstmal gar nichts gegen. Aber ich würde das Ganze von der Seite betrachten, dass man eben davon auch erstmal ausgehen muss, ob du schon eine Programmiersprache beherrschst oder ob du noch keine Sprache beherrschst. Macht soweit Sinn, denke ich. Was ich meine mit, wenn du eine Sprache beherrschst, meine ich natürlich eine moderne Sprache. Sowas wie C-Sharp, Java, Python, JavaScript. Und wenn du das schon kannst, dann solltest du auf jeden Fall da Vollgas geben. Ich werde gleich noch näher auf den Punkt eingehen, aber in meinen Augen ist Fokus immer das, was einem am meisten Benefits bringt im Leben. Wenn du noch keine Sprache beherrschst, dann ist natürlich offensichtlich, dass du eine Sprache lernen solltest, wenn du denn das Ziel hast, Programmierer zu werden oder Entwickler. Oder eben nur einfach deinen Horizont erweitern möchtest und zum Beispiel Automationsskripte für die Arbeit haben möchtest. Dazu sollte die Sprache natürlich unbedingt zu deinen Zielen passen. Also wenn du zum Beispiel Automationen für den Büroalltag möchtest, ist so etwas wie Python wahrscheinlich die richtige Wahl, das leicht zu lernen und leicht umzusetzen ist und dennoch genug Content online gibt, wo du dich dran orientieren kannst. So, dann lass uns mal kurz überlegen, welche Sprachen denn Sinn machen, wenn du noch keine Sprache kannst. Also ganz klar fallen da natürlich sofort Python und JavaScript ein. Die Sprachen hat wahrscheinlich auch jeder Nicht-Entwickler schon mal gehört. Und gerade JavaScript ist im Browser natürlich überall auf der Welt vertreten. Ist wahrscheinlich eine der meist benutzten Programmiersprachen überhaupt, da sie in jedem Browser läuft. Dann ist es außerdem relativ leicht zu lernen, was ein Riesenvorteil ist. Und ist mittlerweile quasi überall einsetzbar. Also nicht nur im Browser, sondern auch im Backend mit Node.js zum Beispiel. Oder auch eben auf mobilen Applikationen. Und eben zum Beispiel auch für viele Desktop-Applikationen mittlerweile. Python auf der anderen Seite ist auch überall verfügbar, außer im Webbrowser. Dafür gibt es zwar auch schon Applikationen, aber die gehen weit über das Anfängerwissen hinaus. Python ist insbesondere leicht zu lernen, weil es sich sehr gut liest und bestimmte Programmierkonzepte hat, die sehr, sehr einfach sich lesen lassen als Nicht-Programmierer, weil es schon fast englische Sprache gleicht. Wichtig ist natürlich dennoch, dass du dich mit deinem Ziel erstmal übereinstimmst. Also was willst du überhaupt erreichen, wenn du programmieren lernst oder eben eine neue Programmiersprache? Da hatte ich ja schon drüber gesprochen, wenn du das für Office Automation verwenden möchtest, Data Science oder KI, dann ist auf jeden Fall Python die richtige Wahl. Denn es hat extrem viele Frameworks, die in der Wissenschaftscommunity sehr, sehr beliebt sind, um eben genau diese Dinge zu erreichen. Falls du eine Karriere in der IT anstrebst, also zum Beispiel einen Job da suchst oder dich vielleicht irgendwann mal freiberuflich als Webprogrammierer betätigen möchtest, dann ist ganz klar JavaScript zum Lernen das Beste für den Einstieg. Denn wie gesagt, es ist überall verfügbar, es gibt unfassbar viel Content, nicht nur dieses zu lernen, sondern auch Probleme, die man hat, auf die man trifft, zu beheben, da das schon so viele Leute vor dir haben. Wenn es jetzt darum geht, nur Backend-Server zu programmieren, zum Beispiel für Webserver oder für andere Applikationen, dann ist zum Beispiel die Sprache, die ich verwende, ist natürlich jetzt hier mein Favorit, aber ist auch deswegen sehr gut. Also .NET Core und C# sind vor allem deswegen großartig, weil sie halt extrem performant sind und sich super schnell mit der Community entwickeln. Das ist alles Open Source, ist zwar von Microsoft, aber es entwickelt sich super schnell und die Kommunikation ist hervorragend und alles ist offen auf GitHub ausgelegt. Und zudem ist C# überall verfügbar. Du kannst Mobile Apps damit schreiben mit dem Framework, das sich Xamarin nennt. Du kannst es auf macOS deployen, du kannst es auf Windows-Systemen deployen. Es ist einfach überall verfügbar. Außerdem, da C# ganz lange eine der beliebtesten Sprachen, die verwendet wurde, auf Stack Overflow war, gibt es dort extrem viel Content. Das heißt, solltest du auf Probleme stoßen, lässt sich das extrem leicht lernen. Wenn du daran interessiert bist, bist du auch auf diesem Kanal richtig. Dann kannst du dir auch mal gerne meine Webseite angucken, denn da zeige ich sehr viel über .NET-Content. Jetzt aber zu den Leuten unter euch, die schon eine Sprache beherrschen. Ganz klar ist für mich da der wichtigste Tipp, dass du da alles reinbuttern solltest, was du kannst und so viel Content lernen solltest, wie du kannst. Dazu gehört eben, Bücher zu kaufen und zu lesen oder auszuleihen und vor allem das Wissen, was du dort lernst, anzuwenden. Das geht nicht nur darum, wie funktioniert das Framework, wie baue ich effizienten Code, wie baue ich effiziente Datenstrukturen, was sind Design-Patterns und so weiter, sondern auch eben, wie sind bestimmte Frameworks effizient und effektiv anzuwenden. Dazu solltest du eben auch auf jeden Fall Blog-Einträge lesen und anwenden und vielleicht sogar, wenn es geht, eigene schreiben. Denn wenn du darüber schreibst, was du tust, dann lernst du am allermeisten. Das ist zumindest meine Erfahrung. Natürlich ist es immer sinnvoll, das anzuwenden und dafür brauchst du halt Testapplikationen in verschiedensten Bereichen. Wenn du also zum Beispiel WPF-Entwickler bist, fängst du an, Webapplikationen zu schreiben.
die quasi in der gleichen Domäne unterwegs sind wie du. Das heißt, du musst nicht zwei Dinge auf einmal lernen. Also hast du zum Beispiel eine WPF-Applikation, die eine To-Do-Liste macht. Das ist natürlich ein ganz banales Beispiel, aber wenn sie eine To-Do-Liste schreibt, dann schreibst du jetzt eine Web-Applikation mit ASP.NET, die genau das Gleiche tut, nur eben das auf dem Browser anzuzeigen. Dann brauchst du dich nicht darum kümmern, um die Logik, sondern musst dich nur darum kümmern, wie es technisch umzusetzen ist. So brauchst du nicht zwei Dinge lernen und das schreckt die meisten davon ab, ein neues Framework oder eine neue Sprache zu lernen. Ganz besonders wichtig ist da an diesem Punkt, anstatt immer wieder neue Sprachen zu lernen, das natürlich auch hilfreich sein kann, weil du neue Konzepte lernst, ist der Fokus und das Spezialwissen extrem wichtig. In der heutigen Zeit gibt es so viele Dinge, die man lernen kann und alles ist nur eine Google-Suche weg. Wenn du aber ganz tiefes Spezialwissen hast, das du nur durch Fokus auf dieser Sache aufbauen kannst, ist es extrem viel wert. Das sieht man zum Beispiel in der Schule, dort lernt man extrem viel Allgemeinwissen, aber das ist, ich weiß nicht, vielleicht ist es bei euch so, die in der Schule sind oder waren, danach hat man das Gefühl, man ist zu nichts zu gebrauchen. Und das stimmt ja auch, denn man hat nur Allgemeinwissen, man kann nicht wirklich irgendwelche Spezialfähigkeiten. Dafür wird man aber im Markt nun mal bezahlt am Ende. Und das ist auch da, wo es am meisten Spaß macht, wenn man sich gut auskennt mit etwas. Deswegen ist absoluter Hinweis von mir, das maximieren. Da habe ich am Anfang auch viel zu wenig für getan. Ich habe viel, viel Programmiersprachen und Konzepte gelernt, aber ich bin nie so in die Tiefe gegangen, wie ich es hätte tun können. Am Ende hilft das eben genau auch dazu, die eigentlichen Probleme, die Software lösen soll, zu lösen. Also Software ist ja natürlich kein Selbstzweck, sondern soll immer irgendein Geschäftsproblem lösen. Oder eben zum Beispiel ein Spiel entwickeln, das Leute entertaint. Aber es hat am Ende immer einen Zweck. Und wenn man sich mit dem Framework oder der Sprache sehr gut auskennt, dann kann man die technischen Probleme einfach umgehen, nur auf die Business-Probleme stürzen. Das ist am Ende, wofür der Kunde bezahlt. Und nicht, dass du da irgendwie super tollen Code schreibst, sondern am Ende bezahlt der Kunde dafür, dass sein Problem gelöst ist. Zum anderen, wenn du dich super auf eine Sprache fokussierst, gerade in den modernen Sprachen und Frameworks, sind die Konzepte überall ähnlich. Die Syntax mag sich etwas unterscheiden, aber am Ende, wenn du ganz tief drin bist in einem Framework und einer Sprache, wie zum Beispiel .NET, dann kannst du das super schnell portieren auf andere Sprachen und Frameworks. Außerdem, wie schon gesagt, du wirst im Markt dafür bezahlt, Probleme zu lösen. Wenn du deine Karriere oder dein Payout bzw. dein Gehalt besonders erhöhen möchtest, dann ist das auf diese Weise natürlich extrem schnell und rapide möglich. Außerdem steigt die Identifikation mit deinem Thema, sodass du natürlich auch erheblich mehr Freude bei der Arbeit hast. Denn ich bin davon überzeugt, Leute sollten ihre Leidenschaft leben, aber Leidenschaften findet man nicht, sondern die entwickeln sich. Und wenn du halt viel arbeitest an etwas und da extrem gut drin bist, dann wirst du automatisch eine Leidenschaft dafür entwickelt haben oder entwickeln. Aber am allerbesten noch, und das ist mein letzter Punkt, auf den ich noch relativ kurz eingehen möchte, da am allerwichtigsten ist es nicht nur Programmiersprachen zu lernen, sondern Probleme zu lösen. Und für diese Probleme, die du lösen musst, musst du bestimmte Fähigkeiten besitzen. Dazu gehört auf jeden Fall SQL. Auch wenn alle von NoSQL und was weiß ich nicht alles reden, das ist auch, was man können und kennen sollte vor allem. Aber SQL oder SQL ist auf jeden Fall der Industriestandard. Es ist überall im Einsatz, es wird auch immer noch neu deployed. Auf den ganzen Cloud-Systemen gibt es immer ein Storage für SQL und überall, wo du irgendwelche Legacy-Systeme hast, wirst du immer auf SQL treffen. Das heißt, auf jeden Fall das Basiswissen ist hier vonnöten. Du musst kein Administrator sein, aber du musst auf jeden Fall wissen, wie du Datenbanken abfragst und wo zum Beispiel gewisse Performance-Probleme sein können. Das heißt, wenn du eine Programmiersprache lernen willst, unbedingt eine neue, weil du schon outgemaxed hast, dann auf jeden Fall SQL. Was auch wichtig ist, ist Git, immer für alle, also jetzt nicht Git per se, ist halt eins der meist verbreitetsten, aber Versionskontrolle und wie du im Team arbeitest. Dann Unit-Testing, ich meine, da gibt es natürlich immer konträre Meinungen. Ich bin ein großer Fan vom Unit-Testing, da es mir das Refactoren dann erlaubt, ohne große Probleme im Nachhinein zu haben. Continuous Integration und Continuous Deployment sind Dinge, mit denen man sich beschäftigen sollte. Und natürlich das Cloud-Deployment. Ich meine, das sind die Trends, die man so kennt. All diese Dinge solltest du eher berücksichtigen, als eine neue Sprache zu lernen, in meinen Augen. Und wenn du all das hier beherrschst, dann brauchst du auch keine neuen Sprachen lernen, denn dann wirst du erstens nicht nur immer einen Job finden, sondern auch immer Spaß an der Arbeit haben, weil du genau weißt, was passiert und was du als nächstes zu tun hast. Wichtig zum Abschluss zu sagen ist noch, lerne nicht alle Dinge auf einmal. Niemand kann alles, niemand weiß alles. Wir alle kochen nur mit Wasser und alle sind nur Menschen. Jeder macht Fehler und am besten die besten Dinge passieren immer noch dann, wenn wir im Team arbeiten und von anderen lernen. So, das war erstmal meine Meinung zu dem ganzen Thema. Lass ein Like da, wenn es dir gefallen hat und schau dir auch auf jeden Fall meinen Blog und meinen Udemy-Kanal an.
Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und ich freue mich, dich im nächsten Video wiederzusehen.